Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Herr, auch heute möchte ich mit dir gemeinsam einen Blick in das Evangelium werfen, das die Liturgie der Kirche für die heutige Sonntagseucharistiefeier vorgesehen hat. Im Markus-Evangelium beginnt da heute ein neuer Abschnitt. An den vergangenen Wochenenden, da warst du viel mit deinen Jüngern am See Genezareth oder in seiner Umgebung unterwegs, bist mit dem Boot über den See gefahren, hast die Menschen durch deine Botschaft gelehrt, hast in den Menschen das Grundgerüst angelegt, um dich zu verstehen und mit dir auch Gott Vater und seinen Willen, seinen Wunsch, seinen Plan für uns Menschen wenigstens ein bisschen besser zu verstehen. Mit dem heutigen Text, da beginnst du einen neuen Abschnitt deines Weges. Und dieser Abschnitt wird dich nach Jerusalem führen. Du gehst auch diesen Abschnitt deines Weges gemeinsam mit deinen Jüngern. Und das Ziel, das hast du klar vor Augen. Der Weg selbst, der ist nicht dein Ziel. Auch wenn der Weg durch das, was auf diesem Weg geschieht, nicht ohne Bedeutung ist. Das Ziel hast du klar vor Augen. Doch für die Jünger und insbesondere auch für Petrus ist dein Ziel ganz schön harter Tobak. Du sagst ihnen, dass du in Jerusalem viel erleiden werden wirst, dass du von den Schriftgelehrten und den Hohenpriestern verworfen werden wirst, dass du dort getötet werden wirst und auch, dass du nach 3 Tagen auferstehen wirst. Ich glaube, wir könnten uns von diesen Ankündigungen verschiedene Dinge aussuchen, von denen ich mir vorstellen kann, dass sich deine Jünger darüber aufgeregt haben, es nicht wahrhaben wollten, meinten, das kann doch so nicht stimmen, das kann doch nicht dein Ziel sein, du musst doch etwas ganz anderes meinen. Aber nein, genau das, was du gesagt hast, hast du auch gemeint. Genau das, was du gesagt hast, wolltest du deinen Jüngern mit auf diesen Weg geben. Und Petrus regt sich auf. Und er begann sogar, dich zurechtzuweisen. Das muss ich erst mal in meine Gedanken einsickern lassen. Petrus weist dich, Jesus, zurecht. Und du, Herr, reagierst ihm gegenüber sehr hart. Tritt hinter mich, du Satan, schleuderst du ihm entgegen. An diesem harten Ausdruck ist mir allerdings einiges klarer geworden. Du, Herr, willst mit deinem ganzen Leben den Willen Gottes erfüllen. Und der Wille Gottes ist immer Leben für die Menschen. Satan, der Widersacher Gottes, der will das genaue Gegenteil. Der will Tod für die Menschen. Dass du hier Satan mit ins Spiel bringst, macht mir deutlich, dass es hier nicht um eine Kleinigkeit geht, nicht nur um eine kleine Meinungsverschiedenheit, bei der man es so oder eben auch so sehen kann, sondern dass es hier wirklich um Leben
und Tod geht. Und darum vielleicht diese harte Anfuhr gegen Petrus. Du wendest dich hier gar nicht gegen Petrus. Du wendest dich gegen den Willen Satans, der sich hier gerade versucht einzuschleichen. Du wendest dich hier schon gegen den Tod, den du in Jerusalem am Kreuz besiegen wirst. Du wendest dich hier gegen Satan, der sich hier gerade in die Art und Weise einschleicht, wie Petrus und wie die Jünger anfangen zu denken. Vorsicht ist hier geboten. Die Gedanken deiner Jünger sind hier gerade nicht mehr von Gott inspiriert, sondern von dem, der das genaue Gegenteil von Gottes Willen umsetzen möchte. An dieser entscheidenden Stelle kommt er auf einmal durch. Still und heimlich, aber eben doch auch sehr klar. Tritt hinter mich. Das ist der Ratschlag, den du hier sehr konkret machst. Und diesen Ratschlag möchte ich auch in meinem Leben versuchen zu beherzigen. Tritt hinter mich. Ich möchte meinen Platz hinter dir einnehmen. Du gehst vor mir in der Kirche. Du gehst vor mir in vielen Menschen, die ich kenne. Ich muss mir eingestehen, dass ich, auch wenn ich manchmal der Meinung bin, die Dinge besser zu wissen, ich mich doch sehr täuschen kann. Still und heimlich schleicht sich da jemand in mein Denken ein. Und plötzlich führt mich mein Weg nicht mehr dorthin, wo du, Herr, das Leben für mich bereithältst. Petrus, dem ist das ja ein paar Mal so gegangen, hier gerade. Dann, wenn er dich verleugnen wird. Aber er hat seinen Platz immer wieder gefunden, hinter dir. Hat den Ort des Lebens immer wieder gefunden, hinter dir. Wenn ich mit dir, Jesus, unterwegs bin, kann ich durchaus das eine oder andere Mal so meine Zweifel haben. Manches ist ganz unverständlich für mich. Manchmal werde ich auch auf falsche Wege gebracht. Aber wenn ich erkenne, dass ein Weg nicht zum Leben führt, dann heißt das für mich, es ist nicht dein Weg. Und ich habe meinen Platz hinter dir nicht mehr. Denn du hast doch gezeigt, dass du zum Leben hinführen wirst. Und die Menschen in deiner Nachfolge zum Leben gelangen werden. Und es zeigt mir, dass auch wenn in einer konkreten Situation dein Weg mich durch Leiden führt, durch Schwierigkeiten, durch für mich problematische Situationen, ich mit meinem Platz hinter dir und hinter dir hergehend einen Platz zum Leben habe. Für dich mein Leben zu verlieren, bedeutet es zu gewinnen. Auch wenn es mir nicht immer passt, Vorsicht vor den Boten des Todes, Vorsicht vor Menschen, die das eigene Leben retten wollen, denn bei dir, Herr, werden sie dieses verlieren. Aber es für dich einzusetzen, und auf meinem Platz hinter dir zu bleiben. Also auch meine Meinungen, meine Gedanken, meine Überlegungen hinter dir zu platzieren. Was für eine wunderbare Verheißung des Lebens ist das doch. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.